Wir haben lange intern darüber diskutiert, wie wir mit dem heutigen Dreh umgehen wollen, ob wir überhaupt etwas dazu machen, ob wir uns dazu verhalten wollen und sind letztlich zu dem Schluss gekommen, dass wir unbedingt etwas dazu machen müssen, dass wir es in die Öffentlichkeit tragen müssen. Wenn ich Ihnen im Folgenden einen Kommentar vorlese, dann ist es exemplarisch für die vielen Nachrichten, die uns in den letzten Tagen, aber eigentlich im Prinzip über die letzten Monate bereits erreichen. Dieser hat etwas Besonderes, weil er eben ganz öffentlich unter einem unserer Postings eingestellt wurde und so der Öffentlichkeit eh schon zugänglich gemacht wurde. Von daher, wenn wir ihn jetzt hier verlesen, dann ist es nichts, was im Verborgenen war oder was vielleicht an uns persönlich adressiert war, sondern was ganz öffentlich für ganz viele Personen einsehbar war und was unser Social-Media-Team insgesamt extrem betroffen gemacht hat. Und keiner von denen, mit denen ich darüber gesprochen habe, die dieses Posting gesehen haben, hat es unberührt gelassen. Ich möchte es Ihnen vielleicht im Folgenden im Ganzen verlesen. Ich gebe auf. Ich schaffe die ganzen Zusatzkosten nicht mehr. Es ist unerträglich zu wissen, dass unser Land mit Vollgas vor die Wand gefahren wird. Ich habe tatsächlich Angst vor der Zukunft und bin immer mehr mit mir am Hadern, alles hinzuschmeißen und endgültig aufzugeben. Mit der Tatsache zu wissen, dass sich nichts, aber auch wirklich rein gar nichts ändern wird, weiter zu kämpfen und zu leben, ist für mich keine Alternative mehr. Den ganzen Stress und die ständige Angst davor, nicht zu wissen, wie es für einen selbst weitergehen soll, treibt einen immer und immer mehr in die Tiefen in der Depression. Ich kämpfe schon mein Leben lang, aber nun ist meine Kraft aufgebraucht. Ich habe eine Frau und zwei Kinder, denen ich keine Zukunft und nichts Gutes mehr bieten kann. Bis auf meine Lebensversicherung, die Gott sei Dank sehr beträchtlich ist. Nur so kann ich in meinem Leben wenigstens noch einmal etwas Gutes tun. Auch wenn es anfangs schwierig ist für meine Lieben, wenn ich nicht mehr bin. Ich glaube, es ist nachvollziehbar, warum wir in der einen oder anderen Plenarrede dann auch mal ein bisschen intensiver werden. Warum wir bei solchen Zuschriften, bei solchen real existierenden Schicksalen manchmal vielleicht übers Ziel hinausschießen. Warum man uns ab und zu nachsagt, wir wären vielleicht sogar aggressiv, zu fordernd. Wir wären zu laut mit Dingen, die man vielleicht auch moderat vortragen kann. Wenn Sie damit regelmäßig konfrontiert werden, wenn Sie sehen, was die Politik im realen Leben da draußen tatsächlich auch anrichtet mit den Schicksalen der real existierenden Menschen da draußen, dann wissen Sie vielleicht ein bisschen mehr, warum die AfD manchmal sehr emotional und manchmal vielleicht auch allzu fordernd auftritt. Wenn Sie ähnliche Schicksale kennen in Ihrer näheren Umgebung, wenn Sie vielleicht selber unter Depressionen leiden und nicht wissen, wie es weitergeht, dann kann man Ihnen nur ans Herz legen, sich anonym an die 0800 3x die 1 0 3x die 1 zu wenden oder 0800 3x die 1 0 3x die 2. Dort wird Ihnen anonym und von professioneller Seite geholfen. Bitte geben Sie nicht auf, auch wir werden weiter für Sie kämpfen. Vielen Dank.